Und da sind wir wieder bei Secret of Mana. Wir sind immer noch in im versunkenen Kontinenten beim Dämonenpalast. Wir verfolgen gerade den Imperator. Der ist gerade vor uns abgehauen mit diesen Tracks, die wir noch vom Namen her, glaube ich, noch nie so vorgesehen haben. Naja. Mit der Frage eigentlich, warum man hier Charaktere einführt, die nur einen super kurzen Auftritt haben. Man könnte doch den Bösewicht viel mehr einführen. Das haben derzeit Final Fantasy 5, glaube ich, schon besser hingekriegt. Das war ja auch Square. Also, why? Nur den Imperator haben wir schon ein paar Mal gesehen. Tantalus hat man zwei, dreimal gesehen. Und dieser Trax. Und den Markus, den wir ja auch zuvor besiegt haben. Und da war ja noch ein anderer, dessen Namen ich schon vergessen habe. Ist schon ein bisschen traurig. Aber naja. Echt war Square aber auch das Zeichen der letzte da so nie so. Wobei, nein. Also wenn man dich. Ja, vielleicht doch. Wegen Sätze 2 habe ich den noch nicht durchgespielt. Dazu da auch nichts sagen. Aber. Naja. Ja, was passiert mir denn hier? So, jetzt stirb! Gut. Ich habe alles erledigt. Weiter geht's. Also momentan ist es ja kein Irrgarten oder so. Wir laufen echt. Schnurspatz. So. Ah, schon daneben. So, haben wir das auch erledigt. Weiter geht's. Oh, wow. Was ist Eingänge da? Ah. Testen wir gleich mal. Oh. Oh. Scheint es nur ein Eingang zu sein? Ja. Irgendwo hier müssen wir noch sein. So einen Brustvorsprung könnt ihr doch gar nicht haben. Ach, kommt! Haben wir ein Level an. Ja, und das Waffenlevel ist gestiegen. Die Axt. Der Speer erreicht es. Level 6. Glaube ich damit das Maximum jetzt. Was das Speer momentan erreichen kann, weil wir den noch nicht. Wir haben glaube ich noch einen Speerorb erhalten, aber den noch nicht benutzt. Genau. Dann gehen wir jetzt. Den Bumerang können wir auch noch nicht weiter. Den Bumerang können wir noch zwei Level machen. Dann gehen wir jetzt den Bumerang. Level 4 und der geht ja auf Level 6 schon hoch. Ja, die eine Ente, die trinkspeckt, die Panik-Ente deckt hier ganz schön ein. Will aber einfach nicht aufgeben. Da ist er weg. Sackgasse, das heißt, wir müssen nach unten. Was ist hier oben eigentlich? Das ist irgendwie eine Art Rolltreppe. Was ist das jetzt? Ah. Haben da jetzt irgendwas aktiviert? Rechts kommt man irgendwo rein. Mal ob wir auf der linken Seite vielleicht noch irgendwo hinkommen. Oh. Nein, tatsächlich nur hier. Frage ist natürlich, wo haben wir jetzt was geöffnet? Schauen wir mal. Wer weiß das schon? Wahrscheinlich haben wir hier irgendwo eine Wand verschoben und wir sehen das jetzt einfach nur nicht mehr, weil wir es noch gar nicht gesehen haben, dass hier was zu war. Die Eule ist vergiftet.
So. Aber mit dem Schwert kämpft es sich doch viel angenehmer. So. Okay. Ah, okay. Noch durch. Oben geht's wahrscheinlich nach da oben. Über uns. Oder auch nicht. Ach, guck mal, wen wir hier haben. Berti, was machst du denn hier? Welche Waffe soll erneuert werden? Da sagt jetzt keinen dummen Spruch oder so. Da machen wir erstmal das Schwert. Zack. Titanschwert. Und den Morpheus-Lanze. Zack. Hier ist eine Rubin-Lanze. Und Schorfpeitsche. Zack. Hammerpflege. Und den Giftschleuder. Zack. Hier ist eine Schleimscheibe. So. Geht weiter. Wir bleiben hier und passen auf. Hier auch irgendwo übernachten oder sich heilen. Merkt euch gut diesen Farbcode. Er lautet Rot, Blau, Gelb, Grün. Ich glaube, den schreibe ich mir mal besser auf. So, was haben wir hier stehen? Also Rot. Wisst ja, mein Kurzzeitgedächtnis und so. Blau. Gelb. Und Grün. Wer weiß, wann wir den brauchen. So. Jetzt weiter. Die Sackgasse. Gut, das ist einfach nur so ein Zwischenraum. Speichern können wir hier nicht. Hier auch nicht. Weiter schauen. Autsch! Oh, müssen wir irgendwas bei Prüm einstellen, weil ich sehe gerade, dass sie da nicht auflädt. Sie macht halt gar keinen Schaden. Mal, upsala. Verhalten. So. So. Haben wir noch so einen? Ach Gott, die, also die Schalkecher sind jetzt momentan meine absoluten Hassfeinde neben den Schleimdingern. Also wenn du irgendwann die einfach nicht trifft, keine Ahnung. Oder weil die halt auch super viel aushalten. Bis man mit dem Schwert draufhaut, dann sind wir weg. So, das hier sind leichte Gegner. Schnell kaputt. Nur eben diese Schalkecher, die halten super viel aus. Ah, glaub's nicht. Ich hab coole Augen da. Poi Poi ist vergiftet. Armes Schalke, armes Poi Poi. Poi Poi. So, Prim erreicht Level 51. Randy erreicht Level 51. So, weiter geht's. Blutgranate, Level 5. Ah, wenn ich meinen Schaden gezählt bekomme. So, kaputt. Erst nach oben, dann kommen wir erstmal nach oben. Da können wir gar nicht, ist eine Wand. Sau gut. Mal unten lang. Oh, ein Basilisk. Wir halten jetzt nicht so viel aus, Gott sei Dank.
Ah, nicht getroffen, nein. Oder vielleicht. Nein, das war nicht. Vielleicht doch. So, Volker erreicht auch Level 51. Ich glaube, ich habe komplett geheilt. Sehr gut. Oben kommen wir aber noch nicht hin. Irgendwie. So, wo sind wir jetzt hier? Oh, was haben wir hier? Rechts. Rechts rein. Und links. Auch nicht. Okay. Und jetzt sind hier auf einmal Gegner. Hey. Wand. Runterspringen. Mal wieder irgendwo was übersehen. Friendly Waffenlevel ist gestiegen. Wert erreicht Level 5. Und ein Bonbon. Mal gucken, wie weit kann ich eigentlich das Schwert hochleveln? Das ist gerade gar nicht auswählen. Auf 6 hoch, okay. Ah, da kommen wir mal so runter. Okay, alles klar. Muss ich nachher aufpassen, dass wir nachher nicht herunterspringen, wo wir gar nicht runterspringen dürfen, weil sonst wieder hier am Anfang landen. Oh. Boom, boom, boom. So, kaputt. Da ist eine Wand, wo man nur woanders rum. Wasser? Welcher will ich das eigentlich ausprobieren? Ja, auch nicht. So. Der Chaosbitte da ist jetzt nicht wirklich das Problem. Zu dem hier. Alles down. Dann habe ich jetzt natürlich nach hinten geklickt. Oh, hm. Jod. So, dann können wir den natürlich gleich mit Treppe. Gang, oder? Treppe. Alter, den betätigen wir einfach mal. Ach, das ist ein. Okay, der ist versperrt. Aber wahrscheinlich ist da hinten aufgemacht. Okay, Zauberschild Level 6. Boah! Upp! Wirklich, er ist erledigt! Nein, nicht getroffen! Oh, come on! Jetzt aber! Jawoll! Na, jetzt nach den da hinten. Eieieiei! Wie ist denn der Imperator hier? Das gibt's doch gar nicht. So, der ist erledigt. Und eine Kiste hinterlassen hat er auch. Rüttel, 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 rüttel und Radeng und Schokolade. Schokolade! So, hier haben wir aufgemacht, sehr gut. So. Also schön rundherum schlagen. Damit trifft man einfach alles. So. Kaputt. Oh, den kaputt hier. Autsch. Autsch. So, steig ich jetzt erledigt. Weiter geht's. Hier hinten war noch einer gewesen, aber gut, der ist nicht mehr da. Dann haben wir hier den Hardestorn. Oder irgendwie sowas war das doch. Haben wir noch eine Eule.
darf jetzt keine Kriecher zum Schützen bringen, sonst kriege ich jetzt. Bin immer gut für EP und so oder auch Waffenleveln, aber solche Gegner bitte. So, dann hier runter. Dann hier weiter. Ah, die Dinger da auf dem Boden haben wir zu sagen, ja, da ist draufgetreten. Rüttel, 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 und Zauberumhang, den man verkaufen kann. So. Ja, das Alte, das erkennt man auch, wenn er da immer. Okay. Aber da war ja eigentlich noch eine Tür, die zu war. Jetzt irgendwas verpassen da. Im Prinzip, sag ich mal so, letzten Orbs, die fallen ja von Gegnern und ich kann eigentlich verraten, dass die auch verpasste Orbs alle bei diesen Gegnern fallen. Man kann eigentlich also gar nichts verpassen. Vorausgesetzt, man lässt nicht einfach alle Gegner aus. Und man sammelt die dann auch ein bisschen. Auch eine Rodergrütze wieder mal. Ah, kaputt. Yeah. So schnell geht's. Und kaputt. Einschalter. Einschalter. Hier ist Irrgarten. Weiß doch irgendjemand, wo wir hier sind? Wo überhaupt noch zurück? Ach, ich glaube, hier braucht man den Farbcode. Aber erstmal machen wir diesen Gegner hier kaputt. Autsch. Oh. Hier gerade. Krim stirbt gleich. Und Bonbon werfen. Ja, gut. Nee, falsch. So. Machen wir mal die Kiste auf. Rüttel, 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 rüttel. Und eine Schokolade, die zu viel. Oh, schon was. Okay, ich glaube, da werden wir einfach einen Bonus haben. Deshalb wir hier einfach mal schauen, was habe ich mir aufgeschrieben? Ach Gott, ist da wieder einer. Laden wir es mal komplett auf. Rot. So, also wir haben Rot. Wir haben Blau. Wir haben Gelb und wir haben Grün. Yay, da haben wir die Tür aufgemacht. So, was haben wir denn hier? Sackgasse. Alter. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, geht's hier weiter? Doch erstmal da hinten gucken, was da noch hinten ist. Wir wissen ja gar nicht, was für ein Raum das jetzt hier ist. Fragen über Fragen über Fragen über Fragen. Axt erreicht Level 4, aber hier kann ja auch mittlerweile Level 5 erreichen, wenn nicht sogar noch mehr. Deswegen gehen wir jetzt nach hier oben und dann beende ich den Part. Also, bis zum nächsten Part. Tschüss, und dann machen wir natürlich weiter. Ciao, ciao.